Hallo und herzlich willkommen zurück zum Folge Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start hier auf Yukon Valley auf der Suche nach zwei Grizzlies. Denn für unser heutiges Multimount benötigen wir genau zwei Stück davon. Zwei männliche. Grizzlies haben wir ja in letzter Zeit auch schon häufiger gejagt. Haben wir ja festgestellt, geht richtig gut jetzt mit den neuen Trinkzeiten in der Morgenzeit. Dementsprechend habe ich mir meine Asina geschnappt und werde jetzt hier am Flusslauf einfach Grizzlies jagen gehen. Da vorne steht auch schon der erste. Allerdings ist das ein weiblicher. Und wir brauchen, wie gesagt, zwei männliche. Ich will aber eigentlich auch die Seite noch wechseln, die Flussseite, weil die hier sind wir schon abgelaufen und auch schon relativ weit hochgekommen. Dementsprechend würde ich heute mir die andere Seite vornehmen, weil der Fluss hier dann doch schon entschieden breit ist und wir da sicherlich einiges verpasst haben dürften. Aber wir müssen eh den Weg hier gehen, weil wir an die Brücke müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Deshalb nehme ich mal gerade den weiblichen Bär hier mit. Wir müssen nämlich... Hallo. Wo bist du, mein Freund? Ja, ich nehme dich mal kurz, bevor du auf den Boden fällst. Da hinten, da ist nämlich die Brücke, die da kommt. Und da haben wir sogar noch einen 6er Grizzly davor stehen. Alter, bin ich erschrocken. Ich dachte, mich fällt hier der nächste Grizzly direkt an. Ey, aber da vorne schon mal ein 6er. 6er hat durchaus Potenzial, Gold zu sein. Die Mission muss natürlich sein, eigentlich zwei Gold-Grizzlies, oder? Alles andere würde ich nicht gelten lassen. Darunter, da müssen wir schon echt einen sehr schlechten Lauf haben. Ne? Wir haben natürlich auch mal so Phasen, wo wir dann genau diese Goldtiere uns verrecken, auch nicht finden. Aber ja, eigentlich, den Grizzlies, die können wir so gut hier schießen an den Seen und an den Flüssen, dass wir da, glaube ich, früher oder später schon ein Goldwertungs-Grizzly finden. Vielleicht mit dem 6er hier, der ja so 50-50 Chance hat. Manche sind Silber, manche sind Gold. Das ist halt so genau die Grenze. Hat es auch dann zum Glück nicht weit vom Anschuss geschafft. Liegt nämlich ein paar Meter weiter. Da tut die Asina natürlich ihre Dienste. Bin ja auch gespannt. Kommt ja dann auch nächste Woche, besser gesagt, das neue Community-Waffen-Pack mit den großkalibrigen Waffen, was die dann für Klassen haben werden. Und ja, inwiefern wir da damit dann wahrscheinlich auch Bären schießen, oder? Denn was willst du mit dem Kaliber sonst erlegen? Aber eigentlich will ich da gar keine Bären mehr schießen, sondern ich will nur noch auf Salzwiesen Park und meine kleinen Freunde schießen, Vögel, kleine Niederwild mit meinem neuen Vorstehhund. Mehr will ich eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Also hoffe ich, da das soweit ist. Vielleicht haben wir sogar, wenn das nächste Mal rauskommt, also ich weiß es noch nicht, weil heute ist quasi erst der Tag in meiner Zeitzone, wo ich gerade aufnehme, wo die das überhaupt vorgestellt haben. Dementsprechend bin ich noch in einer, es ist noch Vergangenheitspunt hier am Start. Könnte gut möglich sein, dass wir aber jetzt am kommenden Wochenende dann auch Early Access haben. Und wir dann vielleicht schon mal ab, wahrscheinlich Freitag, oder? Meistens Freitag-Embargo-Ende. Ab Freitag vielleicht reingucken können ins neue DLC oder in die kommenden DLCs. Sind ja mehrere tatsächlich, nicht nur das eine. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Hätte richtig Bock, da ordentlich rein zu grinden. Ah, die Seite erweist sich hier aber nicht so als ergiebig, muss man auch klar erkennen. Wir sind hier schon bis zur Lodge vorgedrungen. Also ich habe, glaube ich, hab ich überhaupt mehr nicht auf der Seite gesehen. Nee, war. Nur den 6er, den wir ganz am Anfang hatten. Wir checken jetzt mal hier nochmal den See ab, denn da waren jedenfalls früher einige Grizzlies. Hab da auch noch Grizzly-Trinkzeiten, allerdings halt von 20 bis 0 Uhr, also noch die alten eingezeichnet. Aber ich gehe jetzt mal gucken, ob wir da dann vormittags auch was finden können. Und ansonsten muss ich vielleicht echt nochmal hier die Location komplett wechseln, weil da haben wir dieses große Areal. Wir können dann natürlich, da gehen wir jetzt auch die Lodge in den Seen da hinten gucken. Da müsste es auch Grizzlies geben, dass wir hier auch jetzt fündig werden, denn sonst wird das hier nichts mit den Goldviechern. Da war ich der Erste, Alter, nämlich auch. Junge, da war ich so. Da habe ich auch gar nicht. War der überhaupt Gold? Habe ich den ausgestopft? Habe ich auch nicht, ne? Ja, komm, lass. Naja. Gut, fällt mir jetzt auch mal auf, dass wir den gar nicht ausgestopft haben. Da war ich kurz mal Brain AFK, aber mit ein bisschen Glück finden wir jetzt auch bald mal den nächsten.
Ah, da sehe ich auf jeden Fall welche. Siebener immerhin. Und schaut mal, da vorne war auch ein Zweier zu sehen. Aber nehmen wir erstmal den Siebener, würde ich behaupten. Haben wir vielleicht noch irgendwas an den kleinen Tümpeln stehen, die hier so verstreut sind. Denn von hier oben haben wir ja in die Sümpfe auch noch... Oh, warte mal, da war was. Ah ja, das ist auch ein Sechser. Und wenn wir den von hier aus schießen, wie weit ist der da hinten weg? Haut der dann ab oder nicht? Wo war der denn? Warte, warte mal, Fernglas. Ist der da hinten gewesen oder da? Warte mal. Der dürfte nicht abhauen, ne? Wenn wir den da schießen, wo war der jetzt? Da. Okay, ich glaube, den schießen wir, dann hätten wir da zumindest ein... Sechser parat. Ja, den haben wir getroffen. Und können uns dann auf den Siebener da fokussieren. Dann hätten wir einen Sechser und einen Siebener nochmal zwei männliche, die wir vielleicht fürs Mount diesmal auch gebrauchen können und nicht wieder einfach wegklicken. Aber erstmal den Siebener nochmal ausfindig machen. Der steht nämlich da. So, auch, ja, auch ungefähr 300 Meter weg, wa? Wenn ich es richtig sehe. Ja, doch, droppt auch. Musste ich einmal kurz abwarten, weil wir nicht sicher, ob wir den gut getroffen haben. Aber sieht eigentlich souverän aus. So, wir kommen hier nur nicht so geil durchs Wasser durch, ne? Oder? War das hier nicht so eine Stelle, wo man so schwer durchkam? Aber ich meine, man kam hier trotzdem durch. Mal eben gucken. Also müssen wir einmal hier komplett diesen Arm hier außen rumlaufen. Boah, ne, das wird nichts. Das wird nichts. Muss ich jetzt echt einmal außen rum, oder was? Bitte nicht, das könnt ihr mir nicht antun, ne? Ne. Ne, ne, ne. Das ist so tief. Aber ich glaube, man kam hier irgendwo durch. Aber frag mich nicht mehr, wo. Ich erkenne es halt null. Da vorne liegt auch mein Bär. Den kann ich mir eben markieren. Dann haben wir den schon mal lokalisiert. Ohne den finden zu müssen. Der müsste eigentlich auch Safe Gold sein, oder? Ein Siebener. Sollte eigentlich fürs Multimon schon ausreichend sein. Dann kommt noch der Schneefall hier dazu. Perfekt. Winter-Wunderland haben wir jetzt hier. Aber erstmal müsste unser Wunderbär hier vorne liegen. Denn ich habe es mittlerweile auch mal auf die andere Seite rüber geschafft. Und da am Baum ist er verendet. Und dann haben wir in 500 Meter die nächste Markierung. Denn da hatten wir auch noch einen geschossen, den wir uns holen müssen. Erstmal den hier. Schöner Gold. Den würde ich sagen, stopfen wir direkt mal aus. Weil einen davon brauchen wir eh. Und gucken, ob der Sechser da vorne jetzt auch Goldwertung erfüllt. Ansonsten werden wir weiter die Sümpfe dadurch queren. Oh Gott, ich muss hier auch einmal rum, ne? Nicht, dass ich jetzt hier... Oh, hallo? Hallo, Bär. Das ist aber auch nur ein weiblicher. Der bringt uns nichts fürs Mount, denn uns fehlen die männlichen. Aber wenn man den Sümpfen vielleicht finde ich. Wir müssen aber gleich auch erstmal eine Lodge aufsuchen, denn... Die Zeit rennt, ne? Wenn man hier immer nur die Hälfte der Trinkzeit nutzen kann. Bei den Bärlis, weil die Hälfte noch dunkel ist. Also nicht mehr allzu viel Zeit. Aber erstmal müssen wir unseren anderen da vorne noch einsammeln. Der ist... Oh, warte, ist auch noch eine Bärenpferde. Mhm. Ah, weiblich, okay. Also noch ein zweiter Bär hier anscheinend an dem See. Zumindest an dem vorderen See, wie es aussieht. Denn ich glaube, wir müssen zu dem hinteren. Aber weibliche, die sind uns hier heute überall geläufig. Nur brauchen wir sie eben nicht. Und das ist auch der einzige Bär, der da rennt, ne? Ich sehe keinen zweiten männlichen, der da flieht. Aber unser Bär hier ist hoffentlich nicht mehr so weit geflohen, denn hier sehen wir schon den Treffer. Der sieht gut aus. Ich glaube, da vorne ist die Schweißpferde, ja. Dann können wir da direkt hin und folgen einfach dieser Fährte hier. 75%. Bin mal gespannt. War natürlich ein 300-Meter-Schuss. Also nicht ganz die Wirkung, die wir uns erhoffen. Aber ja, da vorne sehen wir ihn aufleuchten. Und damit mein nächster Bär. Ich überlege, ab, wenn ich wieder in den Süden gehen einfach, ne? Weil hier die Sumpflandschaft ist natürlich auch hügelig. Und dann muss ich... Aber, oh, warte mal auch mal hier. Zweiter Gold. Verwahren wir doch direkt mal auf. Überschreiben. Denn damit hätten wir rein theoretisch meine zwei Goldtrophäen, die ich haben wollte. Ich glaube, auf jeden Fall den verbrannten Wald hier auch noch auschecken. Denn hier war auch ein See. Der müsste eigentlich für Grizzlies prädestiniert sein, denn im Wald hier, da gibt es auf jeden Fall immer einige. Also hoffe ich, dass wir da unten auch fündig werden. Und wir, ja, laufen richtig unten ins Tal hier.
Lass mal da dann vielleicht noch den einen oder anderen männlichen finden. Nachdem wir zumindest schon mal zwei in der Hinterhand haben. Also klar, wir brauchen jetzt eigentlich einen Diamond oder einen Rare, um das noch zu verbessern. Wir werden natürlich weitersuchen. Und noch ein paar Bären uns anschauen, ob wir die finden. Denn letztes Mal hatten wir ja auch, zumindest bei dem, war das letzte Woche sogar, oder davor die Woche, hatten wir zumindest ein Tar-Diamond auch fürs Multimount. Beim Grizzly allerdings. Oh, könnte sein, dass wir den sogar in die Diamant-Lodge packen müssten, oder? Weil ich glaube, ein Grizzly-Deer habe ich da auch noch nicht drin, wenn mich nicht alles täuscht. Da unten sehe ich schon irgendwelche Knubbel auch. Ja, da sind aber zwei Einser weibliche. Also nichts mit männlichen Grizzly. Das ist schon mal schlecht. Da ist auch noch was. Auch ein Zweier weiblicher. Das ist ein Rentier. Das ist auch ein Rentier. Karibu, Karibu, Karibu. Karibu, Karibu. Na, perfekt. Na gut. Aber ey, der andere. Die andere Seeseite hat ja auch noch Hoffnung. Da müssen wir uns noch nicht geschlagen geben. Aber weibliche. Oh, wo kommt der denn hierher? Den habe ich gar nicht gesehen. Er steht einfach vor mir und denkt sich, oh, oh, da kommt einer angerannt. Wo will der hin? Oh, meinen See? Aber die Elche haben jetzt keine Trinkzeit. Also ist es meiner. Oh, warte mal, steht sogar noch ein dritter, oder? Oh, da stehen vier. Du willst mir zählen, dass von diesen vier Bären, die da stehen, nicht ein verdammter männlicher. Doch, da ist ein Sechser. Da ist ein Sechser. Nur steht der natürlich wieder komplett verdeckt. Was ist das da? Da ist noch ein Zweier. Da hinten ist noch ein Fünfer. Ja, okay, also ein paar männliche haben wir hier schon. So ist nicht. Ich versuche jetzt erstmal, warte mal da. Oh, ein Achter mythischer. Hallo, mein Freund. Na, du auch hier? Ich nehme mich auch. Ich stehe natürlich wieder in der besten Position, da können wir einmal um den ganzen See hier latschen. Aber den würde ich mir natürlich schon gerne... Da einmal schnappen, wenn ihr mich fragt. Denn den Achter mythischen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht sogar zwei geschossen hier, oder? Eben gucken. Haben wir da hinten noch welche? So, da ist noch einer. Na, auch ein Fünfer immerhin. Aber okay. Wir gehen auf den. Was ist mit dem Sechser da vorne? Wo steht der? Der steht dazwischen, ne? Ja, weiß ich nicht, ob wir den noch bekommen dann. Aber das werden wir gleich sehen. Ich schieße jetzt erstmal den hier. Der steht eigentlich mittlerweile ganz gut. Müsste gepasst haben, der Schuss. Und er steht auf, der Sechser. Gib mir die Gelegenheit, ihn zu treffen. Sehr gut, haben wir. Und ich hoffe, der Achter da ist auch gedroppt. Dann hätten wir die beiden zumindest. Wir müssen eher mal hier rumlaufen. Dann können wir auch den Sechser hier noch auf mich einsammeln. Erster Bär liegt hier vorne und dann wechseln wir gleich die Seite, während mich irgendein Elch anbrüllt, wo auch immer der herkam. Aber erstmal, ja, auch Goldwertung. Also ich habe heute ja anscheinend auch mit den Sechserbären hier Glück. Brauchen wir aber natürlich jetzt nicht, uns in den Hinterhalt aufzubewahren, denn der ist A kleiner als der andere Sechser, den wir schon geschossen haben. Und B natürlich deutlich kleiner als der Achter, der glaube ich sogar da vorne liegt, oder? Da kam mir ein Stück entgegen. Da ist natürlich sehr dankbar und sehr freundlich von den Bären. Deshalb holen wir uns den. Und dann könnten wir eigentlich so weit, so gut schon auch in die Lodge fast gehen, oder? Was ist das da oben noch? Oh, da steht auch noch einer. Achso, ein Einser von denen hier wahrscheinlich, die wir hier gerade vertrieben haben von ihrem Trinkgebiet. Aber... Hat er Glück gehabt, dass er mit dem Leben davon gekommen ist. Nicht so wie seine männlichen Artgenossen. Denn die sind erledigt. Und bald in meiner Lodge. Zumindest zwei davon. Ach nee, geht ja nicht, weil wir haben keinen Platz mehr. Hätten wir auch mal mit den kommenden DLCs mal auch eine neue Lodge bringen können, ne? Dann wäre auch mal was gewesen. Will mich jetzt nicht beklagen. Ist ja mal auf hohem Niveau, nachdem eine deutsche Map angekündigt wurde. Mit Vogeljagd und Vorstehhund und... Alles, was ich mir wünsche, aber eine Lodge würde ich mir auch wünschen. Wenn ihr mich fragt. Aber gut, wer fragt mich schon, ne? Hab ja nur seit 2017, seit ich ein Spiel draußen sehe, ist ja die Dings da reingeschrieben, dass ich so eine Karte da haben will. Naja, hat ja nur 7 Jahre gedauert. Vielleicht in den nächsten 7 Jahren dann noch die Lodge, ne? Wer weiß. Ey, der war gar nicht so schlecht. 64,49. Noch weit weg von dir. Hat aber auch kein Dia-Potenzial gehabt. Deshalb, ja, stopfen wir den auf jeden Fall aber auch aus. Logischerweise, ich nehme den an und dann gehe ich in die Lodge, weil ganz ehrlich, viel besser wird es nicht. Wir haben einen 7er, einen 8er. Wir werden wahrscheinlich keinen
Welche Lodge ist das? Sieht das hier? Ich glaube. Wir werden wahrscheinlich keinen Deer schießen. Haben wir letztes Mal sogar erst geschossen, auch im südlichen Teil, am südlichen Fluss unten. Ey, stimmt, da haben wir einen geschossen. Deshalb müsste der müsste ja safe in der Deer Lodge sein, ne? Jetzt erinnere ich mich wieder. Ist noch nicht so lange her, deshalb musste er auf jeden Fall hängen. Also hätten wir durchaus heute Deer schießen können für das Multimount, aber ja. Find mein. Nicht so easy, wie man es gerne hätte. So, aber hier Multimount Lodge. Und Multimount können wir hier erstellen. Nämlich mit dem freundschaftlichen Wettstreit. Das sind nicht bärische Umarmung, der sind. Da können wir die Montage starten. Packen einmal den einen hier rein und dann den anderen. Die sind beide von heute. Und damit haben wir die Montage verfügbar. Nur leider auch hier wieder erwartend. Kein Platz, um die aufzustellen. Insofern, ja, platzieren können wir sie nicht. Aber ey, wir haben unseren nächsten Multimount abgehakt. Es kommen ja mit dem kommenden DLCs auch neue Multimounts. Ich hoffe sehr auf Fasan und Fuchs im Multimount für die beiden Great Ones. Aber das ist dann eine Geschichte für die nächsten Folgen, denn in dieser Folge hier beenden wir heute unseren Grizzly Grind, hätte ich fast gesagt, unsere Grizzly-Suche. Da haben wir hinbekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.